Ein wunderschön und willkommen zurück zu Escapist 2. Ein neues Gefängnis muss her. Das letzte, das habe ich ja, naja, wahrscheinlich länger gebraucht, als ich eigentlich sollte. Aber das ist kein Problem. So, wir haben nämlich jetzt die Auswahl zwischen drei neuen. Kapao, HMS Orca oder Offshore. Es hat leider keiner in den Kommentar geschrieben, was er genau haben wollte. Deswegen, gehe ich einfach mal ins feindliche Lager nach Nordkorea oder wohin auch immer. So, aber wir haben Leute, die ganz gerne Polizisten werden wollen. Und zwar haben wir hier einmal den Linsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Bart und so, ich lasse es jetzt einfach mal so. Und wir haben einmal jemanden, der möchte einen Two-Tiers haben. Des Weiteren nehme ich mal, komm einfach mal, weil sie immer dabei ist und blonde Haare hat, nehmen wir die Harpanelli. Und wer sieht denn aus? Und der ist einfach mal, weil der gute Mann mir immer auf den Sack geht, den Nightrunner mit dabei. Die können alle bleiben. Und dann legen wir mal los. Der feindlichen Linie, ich weiß, das wird bestimmt eklig, das wird bestimmt mit Hunden, mit Scharfschützen, mit Wachtürmen und elektrischen Zäunen und so ein Klimbim, das wird bestimmt mega eklig. Nee, der Darathon ist dabei. Aha, willkommen, du bist die Person, die glaubt, sie kann jedem Gefängnis entfliehen. Ja, das werden wir sehen. Wie in jedem Militärlager finden Appelle regelmäßig statt und sind obligatorisch. Du musst am Appell teilnehmen. Ja, das bedeutet obligatorisch. Essen wird in diesem Saal wird. Ich bin sicher, die einheimische Küche wird bald schmecken. Ich finde die Paladin-Statuen ziemlich geil. In der Krankenstation operiert mit einem hohen Maß an Effizienz. Da habe ich nicht vor zu sein. Da ist mir das ziemlich egal. Damit du nicht ganz überflüssig kommst, weisen wir dir hier Jobs zu. Ja. Erzähl mir nochmal was Neues. Oh, ich sehe, ich habe schon wieder elektronische Zäune gesehen. Und wer trainiert denn nicht gern im Freien? Neue Sportgeräte. Aber haben sie hier die Zäune besser gezeigt. Besucher sind während der Freizeit erlaubt, falls es jemanden gibt, der dich sehen will. Ne, mich will niemand sehen. Ich meine, ich bin immer wieder im Knast. Jedes Mal. Geh nicht nach oben, dort spukt es. Ja. Ich hoffe, dass nicht mehr. Dort spukt es. Jetzt bin ich aber interessiert. Das ist ja. Ich bin jedes Mal wieder. Oh, Vierer. Okay. Vierer-Gefängnisse ist schon übel. Ich frag mich, ob ich hier in der Nacht auch hoch kann. Das sind ja. Man hat ja fast so ein bisschen was vom Bungalows. Oh, da sind. Holy shit, da sind ja Dings. Das sind ja Kameras. Ja gut, okay. Na egal, der erste Tag ist ja eh meistens so, dass ich mich an die Tagesabläufe gewöhnen muss. Ja, aber auf jeden Fall Scharfschützen. Oh, ist das ein Donner? Scharfschützen. Ja, aber ich sagen wollte, die Elektrozäune sind auf jeden Fall hier besser gemacht. Die sieht man ja direkt, dass hier Strom drauf ist. Bei Escapist 1 war das nicht so cool gemacht. Da waren die einfach nur so ein bisschen bläulich. Was man dann nachher nicht mehr, wenn die niemand nicht mehr sehen konnte, ob die wirklich Strom drauf hatten oder nicht. Also das sah man nicht so. Oh Gott, jetzt muss ich mir ja. Holy shit. Jetzt muss ich mir merken, wer mit mir auf dem Zimmer ist. Jetzt habe ich 4 verschiedene, die ich mir merken muss. Okay. Oh, die Figürchen sind schon ganz nett. Oh, Scanner. Okay. Boah, die Flugzeuge höre ich hier hin. Ah, ich kann schon mal anfangen. Das ist schon mal ganz cool. Kann ich während der Essenszeit lernen. Weil lernen ist natürlich zu Beginn das Wichtigste. Sonst kann ich wieder einen vernünftigen Job annehmen oder was craften. Für diejenigen, die neu sind.
Man braucht bestimmte Stats, um einen Job anzunehmen, teilweise. Zum Beispiel bestimmte Crafting. Oh, wie viel habe ich jetzt noch? 36, 40. So, die 40 habe ich jetzt noch geknackt. Okay. Arbeitszeit. Habe ich einen Job? Würde mich jetzt stark wundern, wenn ich jetzt schon einen Job hätte. Was ist das denn hier? Lochgraben. Okay. Ich meine, ich. Oh, da ist ein. Ja, dachte ich mir, dass ich noch keinen Job habe. Ist denn irgendwas frei? Gärtnerei? Öffne ein paar Löcher, füll sie mit Samen. 40. Ja, klar. Ah, toll, jetzt habe ich sie natürlich angenommen. Wobei, warte mal. Wo muss ich denn diese Löcher graben? Ah, da. Okay, alles klar. Und jetzt Loch füllen. Ah, okay. Okay. Ja, gut. Okay, sehe ich ein. Das geht. Das ist jetzt nicht so schwer. Vorteil, ich krieg so diese Schaufeln. Die sind ja mal mega gut. Zack, zack, zack. Okay. Oh, der Job ist easy. Zack, der ist easy. Oh, shit. Okay, ich habe direkt den großen Fehler begangen. Ich habe direkt hier gegraben. Egal, das muss ja auch mal sein. Du musst bestraft werden. Direkt Verriegelung, nur weil ich da einmal gegraben habe. Mein Gott, wir übertreiben es jetzt mal ein bisschen. Holy shit. Ja, okay, ist ja gut. Aber okay, ich wollte eigentlich nur wissen, ob wir damit auch irgendwie rauskommen können mit diesen Schaufeln. Das wollte ich damit mir mal anschauen. Okay, es funktioniert. Das ist schon mal cool. So, alles klar, ich darf wieder gehen. Dankeschön, sehr lieb von Ihnen. Sportzeit. So. Ach so, ja gut. Stärke ist auch relativ wichtig. Habe ich jetzt schon 40 Gold gekriegt? Ja. Vier Leute. So, Sportzeit. Das hier. Nee, das ist nicht meins. Das ist meins. Das muss ich erstmal merken. Habe ich hier auch ein Geheimfach? Ja, ich habe ein Geheimfach. Wer ist denn bei mir drinne? Oh. Da geht's hoch, okay. Holy shit, okay. Ist ja gut. Gut, die Kameras werden mir auf den Sack gehen. Ich meine aber, man konnte die Kameras mit Schaum, mit Rasierschaum verändern. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen ruhig verhalten, weil ich habe 4 Sterne. So, wo geht's denn hier hoch? Vorne ist ein Tor. Die brauchen einen Spieler, um es offen zu halten. Ich habe immer noch keinen der beiden dazu gekriegt, das mit mir zu spielen. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber es geht, hier sind auch normale Zäune. Hier sind zwar Stromzäune. Ich weiß aber auch nicht, ob die Stromzäune unterirdisch gelegt sind. Manche sind es nehmen. Manche sind es nämlich. Komme ich hier durch? Nee. Aber hier. Was ist hier? Hier ist nichts. Oben spukt es. Na gut. Das ist für mich ziemlich egal, ob es oben spukt oder nicht. Ich gehe da trotzdem rein. Oh, hier kann ich hoch. Kann ich da mal hoch? Hallo. Ich finde nicht, dass es hier spukt. Oh, hier ist eine Kirche. Oh, wie cool, wie süß. Hier komme ich nicht rein. Boah, oh, ja, hier, nice. Was ist hier? Hello? Es wird natürlich immer noch eine ganze Weile dauern.
Blech und Nägel. Ich nehme es mal mit. Es wird immer eine ganze Zeit noch dauern, bis ich mich hier zurechtfinde. Ah, hier kommt man auch hoch. Alles klar. Scheiße, hier ist ein Scanner. Hier ist ein Scanner. Mal gucken, ob ich das hier irgendwo eventuell liegen lassen kann. Oh, ein Griff. Wir lassen das mal hier liegen. Hier kann man nämlich nicht beweisen, dass es mir gehört. Ich glaube, die Idee hatte die gute Japanin, die mir hier gerade an mir vorbeigeht. Dass man, wenn ich die. Oh, kann ich die nehmen? Das ist ja cool. Oh, ich habe. Hier runter? Kann man runter? Okay. Strom, Strom, Strom. Auch nicht. Achso, Plumber ist das wahrscheinlich. So, ein Job. Ich habe noch einen Job. Kann man hier rein? Oh, da ist das Motorrad. Ob man mit dem Motorrad abhauen kann? Bestimmt. Wenn man auf das Motorrad drauf springt, dann da und darüber. Komm hier. Aua! Oh! Boah, jetzt ist mich echt gesagt auch ein bisschen geschockt. Gut. Gehen wir mal runter. So, okay, wir kommen hier hin. Kann ich mein Dings nehmen? Und mitnehmen. Kann ich machen. Gut, da würde ich hochkommen, aber es bringt mir absolut gar nichts. Ne, bringt mir absolut gar nichts. Bin ich hier? Warte mal. Eigentlich müsste ich doch. Ne, boah, aber ganz schön lange Freizeit. Oh. Hui, Dieb. Nein, ich bin kein Dieb. Scheiße. Okay, ja, da muss ich dann mal. Also extrem lange Freizeit. Das ist gut. Vielleicht hole ich mir auch noch so ein paar Tipps. Das war meistens nie verkehrt. Oh, Totius, da war er. Zack. Einmal nur kurz guten Tag sagen und dann wieder lernen gehen. Weil Bildung, Kinder, ist das Wichtigste. Wissen ist Macht. Auch wenn nichts wissen nichts macht, solltet ihr immer in der Schule sein. Gut, jetzt genug Moralapostel. Und mal gucken, wie wir das hier machen. Ich bin ja zwiegespalten. Ich tendiere jetzt momentan wieder dazu, über diese erste Etage zu gehen, weil die gesagt haben, bleib nicht oben, oben spukst. Das muss da irgendwas bedeuten. Und klassisch zu buddeln. Arbeitszoll. Ach! Okay, ich habe also 2 Arbeitstage. Was kann ich damit jetzt machen? Was kann ich. Ach, den kann ich. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich kann die essen anscheinend. Okay. Cool. Ich habe immer noch so viele Sterne. Schauen, haben die da unten das mal durchsucht? So, habe ich Ausbruch, Gleitsieg, Mehrspielertipp, Tempo McQueen, Baseballschläger. Das ist dieselben. Ja, sollen wir uns mal einen Ausbruchtipp holen? Nicht genug Geld? Ich hab doch das. Ich hab doch das soll erfüllt. Oder gibt es das nur einmal? Ja gut. Schauen wir mal. Das sieht cool aus. Was ist das? Ich will das. Oh, Hundis. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas ist, was wir nutzen können. Okay, sie haben es also nicht durchsucht. Gut. Hier komme ich auch hoch. Oh Gott, da oben sind jetzt auch Zäune. Aber das ist gar nicht so verkehrt.
wenn ich hier hochkomme, wenn ich den da hinstelle, denk nicht mal dran. Oh, doch, ich denke dran. Dann komme ich da runter. Aber wo komme ich da unten hin? Hat von euch schon einer eine Idee? Hat von euch schon irgendeine Idee? Bitte in die Kommentare. Dübel. Brecheisen. Brecheisen komme ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier sind jetzt diesmal Scheren, die wichtigen. Guten Tag. Ah, ne, der hat noch ein Buch. Ich will kein scheiß Buch. Bemalte Schacht, Leiterplatte. Boah, ja, das nicht. Was habe ich denn? 53. Nö. Oh Mann, ich bin... Neue Gefängnisse sind auf einer Seite immer irgendwo cool. Auf der anderen Seite mega verwirrend, weil man sich erstmal wieder an die ganzen Sachen gewöhnen muss. Jetzt haben wir schon wieder Freizeit. Holy shit, die geben uns aber hier... Dafür, dass das in Nordkorea oder hinter den feindlichen Linien sein soll. Extrem viel Freizeit. Oh, aber die Freizeit werden wir nutzen. Ich hoffe, der... Jetzt können wir auch gleich mal testen, ob der Stat dann komplett oben bleibt wieder. Wenn sie das rausgepatcht haben, und das ist jetzt schon ein Gefängnis, was jetzt nicht mehr ganz vorne ist, fände ich das richtig schwach, wenn die Stats nicht zurückgehen würden. Ich meine, ich freue mich darüber, versteht mich bitte nicht falsch, ne? Ich kann dann auf jeden Fall damit arbeiten, weil... Oh ja, 5... Oh ja... Dich brauche ich auf jeden Fall. Sehr gut gemacht. Duschen. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde das sehr gut, dass die Sets nicht zurückgehen. Das spart mir auf jeden Fall Arbeit. Aber es würde dem Spielfluss ein bisschen schaden, finde ich. Bin ich persönlich der Meinung. Weil du musst ja irgendwie deinen Stat aufrechterhalten. Gut, es gibt natürlich auch die Regel, was du einmal weißt, das weißt du. Aber dennoch, also, weiß ich nicht. Was sagt ihr denn dazu? Sollten die Stats bleiben, um es einfacher zu machen? Oder sollte man die auch wirklich resetten? Beziehungsweise, das heißt ja resetten, das heißt ja nicht resetten. Es ist ja einfach nur, dass die zurückgehen. Langsam. Ja, also das ist ja nicht auf einmal, dass ihr da nur noch 30 habt, sondern es geht wirklich langsam zurück. Und ich könnte eigentlich, 25 habe ich. Ah, noch so. Ah, wobei, ist scheiß drauf. Es ist jetzt eh gleich Appell. Echt viel Freizeit. Und es ist echt lange dunkel, ne? Ah, kann ja ein bisschen Stärke machen, bis die anderen kommen. Was macht denn der Daraton da? Ja, der trainiert, während die anderen schläft. Schlaft. Schlafen tut. Ja, will niemand? Blöd hat mir schon angekommen, der Dorn im Auge. Ich habe gesagt, die Schulter zu schauen und Zeit zu handeln. Schlag den Brutalo. Ah ja, früher oder später werde ich ihn sowieso schlagen. Fluchtweg ist verfällt, bleibt Loch. Weil lasse ich das Loch fahren. Okay. Scheiß drauf, brauche ich nicht. Hol Klebeband, hol Rasierklinge, ja, schmucke Lüftungsdeckel in den Tisch. Bobby. Okay. Bobby. Avery und I. Dann müssen wir mal angucken, wer bei mir überhaupt hier drin ist. So, wir haben hier Avery. Avery, Hills und Billy. Avery, Hills und Billy. Okay. Muss ich mir versuchen, irgendwie zu merken. Avery, Hills und Billy. Na komm, jetzt könnt ihr... Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt könnt ihr mir doch mal ein paar Sterne wegnehmen. So ein böser war ich nicht. Nur weil ich einmal kurz mit der Schaufel da ein bisschen rumgegraben habe. Ich habe mich vertan. Ich habe gearbeitet. Ich habe da einfach nur meine Samen reingetan. Das ist doch nichts elegant. Avery, habe ich leider nicht.
Bring Frucht zu Billy. Okay, wo kriege ich diese Frucht? Wo kriege ich diese Frucht her? Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Billy ist direkt nebenan. Okay, cool. Komm, hau ab. Ist die Frucht illegal? Ne, die Frucht ist doch nicht illegal. Ja, dann kann ich doch damit durch die Gegend gehen. Nee, die Frucht sieht ja nicht illegal aus. Ich habe nur eine Banane. Seit wann ist eine Banane illegal? Bin ja schon hier. Chill. Hier geht er essen. Und ich gehe lernen. Zack, 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 zack. Ja, oben oder unten. Aber ich glaube, diese Idee mit der Schere, mit dem... Warum? Aber... Das wäre jetzt natürlich sehr riskant, weil ich nirgendwo bin, wo ich gedeckt bin. In diesem Raum. Ich könnte den zustellen. Warte mal, geht das? Okay, wir gehen erstmal arbeiten. Und dann schauen wir uns das weiter an. Könnte man einen Weg zustellen? Was passiert dann? Na toll. Super, jetzt habe ich hier nur. Hallo, ich brauche eine Dings. Eine Schaufel. Hallo? Ja. Das bringt mir absolut gar nichts, wenn ich da keine Schaufel kriege. Nimm die Handschaufel und Samen aus dem Container. Aber ich habe keine Handschaufel mehr. Ich meine, ja, ich kann hier Samen hinlegen. Wie soll ich denn jetzt mit der Banane ein Loch graben oder was? Hallo? Was ist das denn? Hallo, ich will eine Handschaufel. Wow. Dann gib mir einen scheiß anderen Beruf. Gärtnerei ist scheiße. Ich will einen anderen Beruf. Klempnerei. Vergeh meinen Helden. Post sortieren, das wäre cool. Ja, super. Direkt schon der erste Job, Buggy. Finde ich natürlich echt klasse. Da habe ich irgendwas übersehen? Ich meine, die haben mir ja weggenommen. Toll. Habe ich direkt erstmal auf den Sack gerissen. Oh, lol. Oh. Wow. So hier einfach mal. Ich hoffe, dass sich das heute Abend bei der Arbeitszeit irgendwie reguliert. Ja, ich weiß, dass ich da angesehen worden bin, aber ich nehme das Ducktape mit. Alles klar, alles klar, alles klar, alles cool, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Guck mal, ich gehe nur an meins. Zack. Alter, was hast du denn? Was willst du mit so viel roher Pastete? Junge. Ah, 65. Was hast du? Was hast du? Nichts. Nichts, was ich brauche. Mach gar nichts. Mach gar nichts. Ist das geil? Der erwischt mich. Der sieht, dass ich da was mache. Aber sagt so, ah nee. Ui, Dieb. Ja, und? Aua, ja, okay, I'm sorry, I'm sorry. Oh nein, 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 nein. Aua. Sorry. Nicht schießen. Oh, okay.
Gut, ich habe nichts Illegales dabei. Da ist es ziemlich egal. Aber vergesst immer die Scharfschützen auf dem Feld. Ja, komm, nimm mich mit. Oh, habe ich den Film angehalten? Ist mir scheißegal, ob du den scheiß Film angehalten hast. Ich mache mir jetzt ein bisschen Gedanken über den Job, ne? Dass ich da irgendwie jetzt nicht mehr richtig arbeiten kann. Oh, das ist ja ein Pult. Ah, da komme ich aber nicht rein, schade. Ah, wäre auch zu schön gewesen. Aber egal, wir durchsuchen weiter. Wer bist du? Linsen! Geh mal bitte weg. Alter, wie schnell du das siehst, ne? So, zack, das brauche ich. Bin ich vor dem Scanner oder bin ich nach dem Scanner? Ich bin nach dem Scanner. Yes! Hallo. Kann ich daraus nicht jetzt schon basteln? Tatsächlich. Da, 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 da. Sehr gut. So, und die nächsten. Was mit Schlag dem Brutalo? Fehlgeschlagen? Warum ist der gefallen fehlgeschlagen? Wer hat gar nichts gemacht? Ich dachte, das kann ich den ganzen Tag machen. Ich muss mich mal wieder prügeln. Ja, du kannst gar nicht mit mir prügeln, mein Junge. Ja, chill. Hier nur ein Klo. Komm ich hier hoch? Nein. Ja, stimmt, ich wollte ja mal prüfen, was passiert, wenn man. Wenn man den da vorstellt. Kommen die da durch? Oder nicht? Das ist ja jetzt echt interessant. Also würde es mich aber mal interessieren, ob ich da unten mein scheiß Zeug kriege. Ah, Arbeitsgegenstände. Ah. Ich will einen anderen Job. Ich will den nicht mehr. Gärtner ist scheiße. Ich möchte was anderes. Hier zum Beispiel Toiletten füllen sich. Ich. Küche. Genau. Pasteten. Post sortieren. Post sortieren wäre genau meins. Das wäre doch genau meins. Na egal. Gehen wir mal weiterschauen. Ich kann halt nicht so viele Sachen machen. Jetzt mal gucken. Lol. Der geht da einfach drüber. Wachen kommen da einfach vorbei. Ey, Finger weg. Schmuggle, ich schmuggle. Ich bin ein hervorragender Schmuggler. Ich schmuggle all day, every day. Oh, ich nehme die mal mit, damit ich meinen scheiß Beruf machen kann. Und ich tue die mal da rein. Das ja hat nichts, okay. Armbrotzeit, genau. Das heißt wieder lernen für mich. Ich könnte sie tatsächlich benutzen für meinen Job. Geil. Der Tisch hat sich nicht bewegt. So, 60. Jetzt kann ich mir tatsächlich mal hier diesen Tipp holen. Anscheinend gibt es südwestlich der Anlage ein Gebäude, in dem sich das geliebte Vorhängeschloss eines Wächters befindet. Es ist noch eine Weile im Keim Zustand, aber mit den richtigen Werkzeugen könnte sich das potenzielle Tempomonster hier rausbringen. Das Motorrad, ja. Das war mir klar. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Wie komme ich zu dem Motorrad? Ich kann natürlich schlecht graben, ne? Wobei, warum eigentlich nicht? So. Jetzt gucke ich mal, ob ich was Vernünftiges kriege. Ob ich die wieder kriege. Wenn nicht, muss ich leider die Schaufel aus meinem Dings nehmen, aber. Ah ja, ach, schau mal, na guck. Auf einmal jeder, also doch. Vielleicht war es wirklich wegen der Banane. Was mega dumm wäre. Aber.
Wäre nicht das erste Mal, dass ein Spiel verbuggt wäre. Und zugraben. Na, zack. Und zugraben. Einen noch. Ja, ich mache hier super Arbeit, Sir. Brauchen Sie mich nicht angucken. Ich. Was mich interessieren würde. Ah, ich kann wahrscheinlich nur in diesen Dingern. Ich würde sagen, was mich interessiert, was ist, wenn ich hier grabe? Aber das lasse ich lieber. Wer hat das hier gelassen? Was genau? Interessant. Nimm es mal mit. Ja, nimm es mal mit, ist schon okay. Moment, wo war denn jetzt das Motorrad? Das war doch hier unten irgendwo, ne? Ich meine, das war hier. Das Problem ist, man kann ja Instrument spielen. Wieso liegt da ein Instrument am Boden? Wie ich hier durchkomme, frage ich mich. Man könnte sich hier eventuell durchbuddeln, aber mal gucken, ob ich mit dieser damit buddeln kann. Könnte ich. Das Problem ist, wieso kann ich denn hier nicht? Hier geht's. Okay, ich mache das jetzt einfach mal so. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ich meine, noch habe ich. Ja, okay. Ich habe hier jetzt ein bisschen schon was getan. Aber ob sie mir das anhängen können. Das weiß ich nämlich gerade nicht, ob sie mir das anhängen können. Weil, wie wollen sie mir das anhängen? Und ob sie es überhaupt bemerken, wenn sie es eine ganze Zeit nie runtergehen? Wäre natürlich sehr, sehr stark. Wenn die es überhaupt nicht bemerken würden. Könnte ich ja. Aber was sollte ich da. Was sollte ich denn da draufstellen? Ich müsste ja wissen, womit ich. Ach, ich mache das einfach mal weiter. Ich meine, was soll passieren? Im schlimmsten Fall erwischen sie mich. Nein, zu müde. Wieso bist du zu müde? Ja, okay, ich verstehe, dass du so müde sein kannst, aber. Ich will jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so weit weitermachen. Wenn du ihn verprügelst. Ja, mache ich. Zeit noch nicht jetzt, aber später. Was willst du? Ja, ihn zu feuern wäre echt in jedem Interesse. Erstmal, weil er scheiße kocht. Und zweitens, weil ich den Job übernehmen könnte. Oh, da liegt doch was. Guten Tag. Oh, ne, nur Zucker. Klebeband. Ah, habe eh nicht genug Geld dafür. Demnach ist mir das scheißegal. Probiere das jetzt einfach mal. Ich gab jetzt einfach mal hier weiter. Das wäre natürlich mega geil, wenn das funktionieren würde. Oh, das ist gar nicht meins. Ups. Sorry. Ich dachte, das wäre meins. Jetzt, echt, ich dachte jetzt wirklich, das wäre meins. Wenn ich da jetzt nicht drauf geachtet habe, wo das Teil war. Bin mal gespannt, ob die das hier überhaupt merken. Gut, die Schaufel ist natürlich 10 von 10 ungeeignet dafür. Aber egal. Ich kann auch leider nichts irgendwie hier raustragen, ne? Nee. Nichts raustragen. Schade, schade, schade. Schokolade. Aber es interessiert mich wirklich, ob irgendwie die das überhaupt mal bemerken. Wenn die es nicht bemerken, versuche ich das mal mit dem Motorrad.
Ich meine, schaden kann es ja nicht, ne? Aber dafür brauche ich bestimmt voll den krassen Scheiß. Ich habe nichts zu verbergen, deswegen kann ich aufpassen. Wahrscheinlich irgendwie so. Gibt es da bestimmt irgendwo Motorradteile jetzt oder so zum Craften? Toller Metall, Allzweckwerkzeug, Enterhaken, stabiler Schmuggel, das ist egal. Was ist das? Schmuggelwarebeutel? Ne, meine ich. Schuhe, Nunchucks, provisorischer Elektroschocker. Ne, da brauche ich nicht. Seitenschneiden, achso. Naja, müssen wir mal schauen. Wenn ihr mal auf jeden Fall eine Idee habt, wie ich hier ausbrechen soll, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was denn? Ist doch alles cool. Bleibt doch mal locker, meine Freunde. So. Aber jetzt hoffe ich, das hat's gespeichert. Weil nämlich die Folge an dieser Stelle vorbei ist. Wir gucken mal, wir sind jetzt in Tag 3. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder Informationen habt. Unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.